wie sehr sich die Rache doch aufbaut. Beim Plündern der Stadt trafst du auf noch auf viele Leute. Beim Schicksalshändler freigeschaltet. Okay, beim Schicksalshändler, das wundert mich. 18.000 Belohnung, wir haben 54 Personen getötet. Oh, viele Leute, du tötest alle. Jeden Einzelnen. Durch dich und deine Methoden hört diese Siedlung auf zu existieren. Als das Kopfgeld auf dich stieg, wollten die Leute in der Gegend immer weniger mit dir zu tun haben. Die Ladenbesitzer hoben die Preise um 10% an, in der Hoffnung, du wirst anderswo Geschäfte machen. Okay, wir haben alleine dort knapp 40 Personen getötet. Über 100.000 Schaden gemacht. Also jetzt war es schon sehr ergiebig. Mal schauen, haben wir jetzt ein größeres Team? Wir haben ein größeres Team. Und wieder muss das Spiel kurz laden. Ja, aber es geht. Elixier der Heilung, sechsschüssiger. Okay. Nichts Gravierendes dabei. Kinderfresser. Der Kinderfresser gehörte zu den Leuten, die nicht redeten und die man besser auch nicht fragte. Im Grunde, du hättest eigentlich es schon verdient, geopfert zu werden. Schwierige Wahl. Ach genau, du hast ja die Pistolen wieder verloren. Mal schauen, was wir noch so haben. Kreuzkönig, Fähigkeit Terror. Gegner in der Nähe geraten in Panik. Das passt eigentlich zu ihm. Was ist das? Karo 9, Transfusion. Tausche Gesundheit mit dem Ziel. Ja, ja. Brauch 50 Glück. Wie viel Glück hast du? 75. Eigentlich kaum der Rede wert. Kreuzdame, kreischen, erfordert 80 Glück. Verwundet Gegner in Sicht. Das könnten wir eigentlich dir geben, weil du hast sowieso immer für Glück. Oder? Ja, mit 200 Glück. Geht das schon? Du hast ein Bärchen, wieso? Das ist einmal Kreuz Dame, Herz 10, Kreuz Ass, Herz König. Ach so, Damenbärchen. Ach, da könnte man so Pokerhorn zusammenbauen. Das muss ich nochmal probieren. Haben wir noch irgendwo Karten in der Leere? Nein. Du hast einen Drilling, nämlich einmal Ass, Ass, Bube. So, mit einem Joker ist er halt ein Drilling. Wenn ich das so dazu gebe, ein
Ein Vierling, plus 15 Zielen. Ist eigentlich schon cool. Bube, König, Dame. Das war dann sogar Straußen. Bube, 9. 9 ist ein Bärchen. Neun und König. Das ist der einzige, der noch keinen Bonus hat. Dame, 10, König, Dame. Wenn ich da jetzt an 9 runtergib, hast du irgendwo 9? Du hast einen 9. Kriegst du Transfusion? So. Das ist einfach höchste Karte, okay. Also wenn man sonst nichts hat, hat man wenigstens das. Das ist einmal 9. 10. Wo sind die Lernen? Da. König. Da fällt noch der Bube. Bube. Wenn du es dir empfehlen, du kannst das verschmerzen. Eine Straße. Das ist eine coole Heilung. Plus ein Gesundheitspunkt pro Runde. Dann habe ich da noch immer Herzdame und Kreuzkönig. Verkleidung. Ja, du wirst ignoriert. Das ist schon ganz cool. Und sei mal ehrlich, du brauchst eh nicht mehr. Du brauchst wirklich nicht mehr. Schauen wir nochmal, was hat sich was verändert. Zielen geht, Bewegung ist noch immer recht hoch. Verteidigung geht. Dafür hat er Heilung. Zielen geht ganz gut. Bewegung ist gut. Der hat die höchste Verteidigung. Als Camper gar nicht schlecht. Du hast sehr viel HP. Bewegung geht, Sicht geht, Verteidigung ist extrem hoch. Zielen konnte er jetzt extrem gut. Du hast die wenigste Verteidigung, hohes Zielen. Bewegung geht, Sicht geht. Dafür haben die Leute da Angst vor dir. Ja, ich denke, sie sind schon ganz gut ausgerüstet. Mir fällt gerade ein, dass da an dem Baum doch jemand eigentlich hängen sollte. Oder nicht? Anscheinend nicht. Holen wir uns noch rundherum die Gebiete, bevor wir uns die noch holen. Mal schauen, was so auf uns zukommt. Weiden des Maskierten. Cowboys behüteten auf dem fruchtbaren Land Herden. Die Tiere gehörten dem Maskierten oder einem seiner Partner. Obwohl die Farmarbeiter nur billige Arbeitskräfte waren, würden ihre Leben auf deiner Strichliste zählen. Wir töten alles. Wir haben 102 Personen getötet. Du treibst die Cowboys zusammen und fesselst sie. Dann tötest du die Pferde und knüpfst die Farmarbeiter an den nahen Bäumen auf. Als du fertig warst, herrschte wieder Frieden, ein blutiger Frieden. Der Maskierte würde erfahren, was du getan hast. Angst verbreitet sich. Und wir haben eigentlich 102 Personen getötet. Die auf dich ausgesetzte Belohnung lockte Kopfgeldjäger von weit her an. Solltest du nun kommen? Sollen sie nur kommen? Es würde ihr Tod sein, aber überall, wo du hingingst, schienen jetzt mehr Gegner zu warten. Opferzahl. Der Fremde erschien wie auf Stichwort, gratulierte dir zur gut erledigten Arbeit. Dann bot er dir eine Gabe deiner Wahl an. Du wolltest Geld, jede Menge davon. Geld brauchen wir nicht, Geld haben wir genug. Du wolltest Waffen und Ausrüstung und als Dreigabe noch mehr Waffen.
Ich möchte Elite-Fertigkeiten. Wir hoffen, es sind gut. Es sind die Fertigkeiten des Sinns. Noch mehr Karten. Ja. Hat sich gelohnt. Es würde mich schon interessieren, was da sonst noch passiert. Aber schauen wir mal nach, was wir jetzt so können. Wir haben ja doch eine ziemliche Gangsterpartie da aufgebaut. Neu dazu kommen ist Kreuz 10. Vergeltung. Oh, mein neuer Joker ist auch aufgetaucht. Überlebe einen tödlichen Schuss. Wenn du deinen Mörder umbringen kannst, kommst du durch. Wenn nicht, stirbst du. Also nochmal ganz zum Schluss. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ausweichen. Wenn es eine Chance gibt, einer Kugel auszuweichen, nutzt du sie. Ist es aktiv? Okay. Das ist so Matrix-mäßig. Mal schauen. 9, 9, Bube. Dann hätte ich da zwei Bärchen. Da ist 10. Was gibt's da weiter? Karo 10, Angleichung. Erfordert 60 Glück. Reduziert die Gesundheitspunkte aller Charaktere auf 1. Ne. Das ist irgendwie unsympathisch. Aber man muss sie ja nicht einsetzen. Ist es passiv? Ist es aktiv? Schattenumhang. Du bist unsichtbar, außer im direkten Sonnenlicht. Das haben wir schon mal gehabt. Dame. Ass, Ass, Ass. Also das sind 4 Asse. König. Ohren wie ein Luchs. Du spürst Gegner in der Nähe. Kreuz Ass. Verkrüppelt. Verkrüppler. Jeder deiner Treffer verkrüppelt das Ziel. Plus 10 Glück. Cool. Plus ein Gesundheitspunkt, 2 Verteidigung, plus 10 Glück. Serienkiller. Töte einen Gegner, um die Chance zu erhalten, einen weiteren zu töten. Und dann noch einen. Und dann noch einen. Oh mein Gott. Das tausche ich mit dem aus. Weil der hat das meiste Glück. Was ist da? Pik 10, Querschläger ist schon sehr cool. 9-9, Bube. Du hast die ganzen Ass. Ein Fünfling. Ja, das gibt's nur in dem Spiel. Das musst du mal im richtigen Poker zusammenkriegen. Das schaffst du nicht einmal mit allen Zusatzkarten. Ein Fünfling. Zwar weniger zielen, aber für plus 2 Schaden. Also der macht, wenn er schon trifft, dann macht er richtig Schaden. Die Gegner haben weniger Glück. Gebet hat er noch dazu, das erhöhtes Zielen. Bessere Waffen, Verkrüppler. Da noch plus 5 zielen. Der Old Man Murray, der ist schon nicht schlecht. Das ist 10, da ist 10, das sind doch 2 Bärchen. 2 Paare, plus 10 Verteidigung. Also die passive Fähigkeit werde ich nie einsetzen müssen. Und du kannst da hier unten noch König, Dame, Schattenumhang, weil Spaß macht. Und dann sind nochmal 2 Paare. Oder lieber ein Drilling. Na, Verteidigung. Das passt schon so. So ist schon okay. Ja,
Das macht. Also mittlerweile macht das Spiel ja richtig Spaß. Jetzt wird sie ja immer kranker. Anscheinend war Maskiti nicht hier. Du fandest kaum Hinweise, aber du könntest sein Haus plündern. Nahmst du die Wertsachen, konntest du die Bediensteten vielleicht konnten die Bediensteten vielleicht entkommen. Könntest du die Bediensteten würden manche sich schnappen, was sie konnten und damit weglaufen. Wir haben schon getötet, wie wir töten müssen. Wie sie zu töten. Mit allem und jedem darin. Und verklagst jeden, der dir im Weg lief. So machen wir das. Wieder 100 Euro erhalten. Du konntest beides gut gebrauchen. Mit der einen Hand stahlst du ihre Wertsachen, mit der anderen triebst du sie in einen Raum zusammen. Dort fesselst du ihre Hände und bandest ihre Hälse an einer Kette. Dann ließt du sie 2 Tage und 2 Nächte lang in den Wald und durch den Sumpf marschieren. Am 3. Tag kamst du bei den Sklavenhändler an. Wir entlohnen uns für deine Hervorragende. Okay. Also wir werden langsam immer derber. Bergwerk der Southwest Mining Company. Die Schürfer der Gegend hatten sich in den Maskierten von Southwest Mining Company zusammengetan. Du konntest nur den Eingang einstürzen lassen, was sofort kurzzeitige Folgen hätte. Oder du könntest den gesamten Ding sprengen, um es für immer außer Betrieb zu nehmen. Es würde länger dauern und ein viel größeres Verletzungsrisiko mit sich bringen. Das ist schon okay. Der blockierte Eingang verhinderte den Bergwerksbetrieb für eine Weile und der Maskierte verlor viele Einnahmen. Was passiert noch? Mehr nicht. Hoffnungssoch schon hat sich erhöht. Damit kann ich leben. Die Gräber, Lossi, dafür läuft's kurz viel zu gut. Aber ich werde jetzt noch immer jemanden opfern. Mal ganz kurz schauen. Die Aufnahme funktioniert noch, das ist ganz gut. Entschuldigung, dass ich ja gerade so weggehe. Und zwar opfern wir den Kinderfresser, weil er war sowieso schon im Gefängnis. Das Gewehr behalte ich aber. Und dann auf zum letzten Gegner. Unter dem Totem lag ein Haufen Gold, kostbare Steine und Schmuck. Ein in den Totem geschnitzter, schreiender Adler sprach zu dir, kontrolliert von einer boshaften Gottheit. Er flüsterte, er wolle einen deiner Begleiter und dass er dich reich belohnen würde. Du opferst Old Man Murray, schuldiger alter Kumpel. Du opferst Brandon Scott, dir hat er nie gefallen, wie er seine Kniehosen trug. Du opferst den Kinderfresser, er war ein übler Kerl. Wir opfern den Kinderfresser. Wir haben 200 Gold erhalten. Ein Schuss in den Hinterkopf erledigt deinen Begleiter. Die widerwärtige Gottheit stöhnte ekstatisch, ach so. Und übergab dir deine Belohnung. 200 Dollar, war es aber echt nicht wert. Aber okay. An üblen Typen weniger. Dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall eine luxuriöse Waffe mit einer kleinen Stückzahl für ausgewählte Kunden hergestellt. Ermöglicht 2 Schüsse pro Runde. Kurz, volle Deckung, okay. Aber die ermöglicht mehr. Also mit dem Zielwert ist die Waffen wirklich einfach nur imbar.
die Lancaster-Pistole. Die kriegst du. Leichenflederer. Okay. Und du kannst mit der Regeneration noch einmal die goldene Kugel, die tötet auf jeden Fall. Dazu Serienkiller. Töte einen Gegner, um die Chance zu erhalten, einen weiteren zu töten. Und dann noch einen und dann noch einen. Also ich glaube, mit dem können wir sehr schnell mal ausmerzen. Und genau so soll es doch auch sein. Das war der Unterschlupf des Maskierten. Er hatte zweifellos eine herzliche Begrüßung vorbereitet. Auf geht's. Nach einer kurzen Werbepause. Ja, geht doch. Die kommen generell heilen. Du hast schon ein Heilungselixier, du kriegst noch eins. Obwohl du dich eigentlich auch selbst heilen kannst. Aber das ist eine andere Geschichte. Der Maskierte würde wohl nicht so leicht sterben, aber du wirst ihn für seine Sünden bezahlen lassen. Oh ja, das hast du so verdient. Oil workers on your way, but your eyes kept scouting for the masked man. Oh, das wird jetzt so schön. Was? Ich kann Querschläger produzieren? Transfusion, das ist Energieabsaugung. Serienkiller. Und dazu goldene Kugel. Da hinten ist jemand. Kann er irgendwo auf eine erhöhte Position? Anscheinend nicht. Ach, da ist Öltank? See? Keine Ahnung. Da gibt es eine erhöhte Position, aber müsste jemand quer über die Karten. Das habe ich da nicht so richtig Lust. Du gehst mal da hinten her. Du, mein Freund, betest einmal. Gesegnete Beine, also kann man öfters bewegen. Und weiter. Sehr viel weiter. Hä, hey, das nenne ich mal Vorstürmen. Oh, ein Querschläger. Bist du in Reichweite? Da ist ein Schatten. Da hinten ist auch ein Schatten. Einmal Amboss. Okay, da hinten stehen auch noch ein paar. Zuerst mal die.
Hallo, Querschläger? Ach ja, du musst ja wieder mit Linksklick. Das ist ein bisschen verwirrend. Das ist der einzige Punkt, wo man mit Linksklick draufklicken muss. Okay, hast du alles so viel Glück haben? Aber da hinten ist dafür anscheinend niemand. Schaden auch mit einer normalen Pistole. Ja, tut mir leid. Und was noch schlimmer ist, ich darf nochmal. Das Komische ist, ich sehe hier niemanden. Schaden 10. Da bleibt nicht viel übrig. Ah, Glück habe ich keins mehr. Und dann machen wir nachladen. Den Schuss sparen wir noch. Das tat weh. Das nicht. The doors of the house flew open. The masked man's best gun hands showed up. Ach so. Naja. Dann bin ich mal gespannt, wie lange die stehen können. Ganz zum Schluss kommt es nicht darauf an, wie gut du schießen kannst. Es kommt darauf an, wie wenig du getroffen wirst. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ auf einmal hin ist. Ach, du bist überhaupt umgekippt. Okay, das wusste ich nicht.
Dann geh du mal daher. Okay, die halten halt schon wirklich voll aus. Schauen, ob wir da irgendwie na, kriege ich nicht. Von da vielleicht. Aber du Killer, du schnappst dir das sowieso extrem schnell. Okay, dich hatte ich nicht gesehen. Dich hatte ich auch nicht gesehen. Also so richtig gönnen tun sie es mal nicht, gell? Da oben sind ja auch noch genug. Ja, okay. Dann gehen wir mal wieder etwas auf Abstand. Schaden 9. Da brauche ich aber nichts. Und du rennst lieber einmal ganz schnell irgendwo anders hin. Okay. Den anderen Treffer gönne ich dir. Du musst gar nicht so viel gegen den. Ach, und weg.
Ja, sorry. Geht nicht anders. Einmal nachladen. Ach, das war aber ganz weit daneben. Ich bin mir sehr sicher, dass der Arne da hinten irgendwo herumrennt. Und den werden wir uns deswegen auch noch schnappen. Aber du musst zuerst da vorne her. Schaut, dass du einfach kein Glück hast. Na, doch gereicht. Und für noch einen Schritt gehen. Der Treffer war gemein. Der Treffer war jetzt echt gemein. Okay. Schaut, um die jetzt dir gegönnt. Mit etwas Glück bist du tot. Na, du hattest Glück. Ach, der Arne ist ja schon umgekippt. Genau. Das hatte ich jetzt vergessen. Ach, da hinten steht er doch noch. Wollte da kein Glück mehr. Mal schauen, ob sich's ausgeht. Vom Schaden her müsste gehen. Ja, geht doch. Das tat weh. Finally, masked man appeared.
as good as dead. Was? Also gut, schießen kann er extrem gut. Es wird Zeit, dass ich mich dann mal ein wenig erhole. Einmal daher. Lass mal so. Und du, mein Freund, musst ganz dringend in ein Haus rein. Ja, komm rück näher. Hat kurz so geklatscht. Guck, guck. Und du lässt wohl in aller Ruhe alles durch. Die Jagd beginnt. Das war relativ dumm. So, einer ist da hinten. Da müssten noch ein, zwei herumrennen. Vor da. Da steht er. Da ist er, das Opfer. Mein Freund, das war ganz, ganz weit daneben. Gute Nacht. Und weg. Da hinten müsste aber noch jemand sein, oder? Oder waren das mittlerweile doch schon alle? Energie habe ich genug. Essen müsste ich nicht.
Der kommt noch links. Na, was hast du denn jetzt vor? Verwandel aus. Jetzt geht's rund. Der müsste da stehen, oder? Ich kann ihn so nicht töten. Ach, riskieren wir's. Denn auf jeden Fall bist du jetzt verkrüppelt. So, wohin rennst du jetzt? Was, ich darf schon wieder. Hä? Ah, okay. Ich kann flüchten. Ich habe mehr Energie. Ich kann viel weiter laufen, aber ich kann nicht angreifen. Na, das ist mir zu filigran. Und aus. In the end, the man who sported the mask now sported a big bloody hole in his forehead instead. Das hat er auch verdient. You heard the familiar voice in your ear. It wasn't over yet. Florence's soul wasn't yet gone. She was trapped in purgatory and could still be saved. Okay, das ist mal Plot Twist. Also Florence lebt noch. Mal sehen, wie es dann weitergeht.